Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ostre 4 aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir schauen jetzt hier auf unsere Feldwirtschaft heute mal. Nachdem wir gestern gestartet sind mit der Viehwirtschaft, starten wir heute mit der Feldwirtschaft und schauen zu, wie die junge Dame hier pflügt. Ich würde gerne noch ein ganz kleines Stückchen näher ran scrollen, aber geht leider nicht. Also ich würde es mir wirklich noch ein bisschen von etwas näher anschauen. Ist sogar schon eine große Pflanze mittendrin. Interessant. Also hier wird gerade angesät und zwar werden hier Kartoffeln angesät, hier wird gepflügt und danach wird dort Weizen angesät und hier wird dann gepflügt und danach Kartoffeln angesät, dann kommt das Feld dran, das macht nichts, das macht Weizen und dann die hier hinten die beiden noch mit Hanf. Gut, wenn die Hanfernte jetzt ein bisschen schief geht, ist das nicht weiter schlimm. Wir haben hier oben übrigens unser finanzielles Aufkommen im März ist sehr gut, also wir laufen ganz gut eigentlich. Diese Befürchtung, dass wir out of money sind, die ist jetzt so ein bisschen beiseite. Wir müssen mal gucken, wie sich es entwickelt. So, und wir haben hier ein sechstes Rind. Und wir haben ja gesagt, wenn wir ein neues weiteres Rind haben, dann schicken wir einen Bullen zum Schlachter und dann... Nein, da möchte ich nicht zum Ochsen draus machen. Ich möchte gerne den ein Jahre alten Bullen schlachten. Und dann muss ich natürlich hier einen Schlachter einstellen. Und dann kriegen wir das erste Mal Miet auch in den Verkauf. Und das finde ich persönlich nicht schlecht, weil ich glaube, das bringt ganz gut Geld. Also das bringt dann wieder ne, neues Nahrungsmittel, wird in, von einem Tief hier, wird hier von dem Händler dann verkauft. Ich denke mal, das sollte dann durchaus noch einen kleinen Schub auch beim Finanziellen geben. Mal gucken, wer jetzt hier der Schlachter ist und wie er den, die Kuh wegholt und dann da holt er sich die Kuh. Wie viel Leder wir da rauskriegen und wie viel Beef. Das könnte mich noch interessieren, was so eine Kuh dann bringt. Weil wenn ihr jetzt jedes Jahr erstmal eine Kuh rausnehmen und den Kuhbestand quasi dann am Ende des Jahres immer ein höher ist, als wir vorher hatten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt arbeitet er hier. Einheit, 0,5 Beef. Und das war's. Kuh aufgebraucht. 0,5 Beef ist natürlich... Reserved 0,1 Beef. Also da holt schon einer was ab. Taking Rest. Er hat hier jetzt sein Tagwerk getan. Wir haben eine Hide. Ich weiß nicht, wo die eingibt. Gibt es da noch? Achso, das ist ja noch ganz wichtig. Ich habe noch bei Twitter und ähnliches hat man gesehen, dass jetzt wirklich ein Lagerhaus kommt. Und ich war ja eigentlich eher so dafür, auch ich möchte nachwachsen wollen. Nee, das Lagerhaus ist echt nicht schlecht. Weil dann kann man nämlich jetzt die Hide da einfach einlagern und dies und das. Und dann sieht man die immer. Dann hat man die immer ein bisschen so im Blick, wo denn alles liegt. Und ja, also dieses Jahr irgendwie scheinen wir irgendwie was Teures verkauft zu haben, weil wir haben noch nicht mal ein Vierteljahr rum und haben schon weit über ein Viertel der Einnahmen vom letzten Jahr. Also da, die Verkaufsstände scheinen da, kann man Sunflowers direkt eigentlich verkaufen? Moment, Fisch, Potato, ja auch Potato, auch Potato, dann lassen wir den, guck mal hier, kann man, ne, nur das Öl kann man verkaufen. Alles klar, gut. Ich habe mich auch dazu entschlossen, also in einer kurzen Denkpause, weil das hier jetzt doch einigermaßen läuft, dass ich das hier wieder auslager. Ich brauche wahrscheinlich eine Arbeit dafür. Dass der das wieder in den, ins normale Lager schiebt und wir werden hier die Produktion für Sunflower Oil doch in Angriff nehmen, weil wir das ja auch verkaufen können. Und momentan habe ich gedacht, wir müssen über den Handel das rausholen, das Geld, aber... Gut, die Mietpreiserhöhung hat natürlich was dazu beigetragen, das ist richtig, das sieht man auch hier an dem, ne? Also wir haben jetzt ein Vierteljahr und haben durchaus mehr Einnahmen durchs Housing Grant und momentan beschweren sie sich noch nicht und es würde sogar Zuzug stattfinden, wenn ich ein Haus bauen würde. Also momentan besteht durchaus noch die Möglichkeit hier Leute in die City zu bekommen und nahrungsmitteltechnisch sind wir sehr gut aufgestellt, deswegen würde ich jetzt durchaus sagen, das probieren wir sogar. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Also ich habe noch nicht die Stelle gefunden, wo ich jetzt das Dorf weiterentwickeln möchte. Also ich habe hier auf jeden Fall noch den Plan, noch ich werde hier erstmal einen Fischer bauen. Der Plan, der besteht auf jeden Fall, damit wir noch einen Fischer haben, damit wir noch ein bisschen mehr Nahrung haben. Ist ja nicht weiter schlimm, kann ja gar keinen Schaden, aber hier noch ein Fishing-Dock hin und an Even Terran gesagt. Glaubt mich, ich tue schon ehrlich hier gerade. Hier geht's. Gut, dann bauen wir den da genau an der Kreuzung, ist natürlich auch blöd, ne? Moment, müssen wir mal gucken, wie viel Platz sich da denn noch. Ah, da kommen die noch durch, oder? Das werden die noch hinkriegen. Hoffe ich mal. So, dann bauen wir den nämlich hier hin. Wie sieht es hier eigentlich aus? Der hat wieder seine Nägel fertig. Naja, nicht ganz. Naja, gut. Okay. Dann werden ja mit der kistenweise Nägel jetzt abgeschleppt. Und dann
denke ich mir mal, werden wir hier diese Straße nutzen und dort nochmal ein paar Leute an. Dann machen wir nochmal so ein. Warte mal, wir können natürlich jetzt hier so ein Viererwürfel noch wieder anschließen. Machen wir das? Nochmal vier ganz Häuser, dann müssen wir aber wirklich hier irgendwann in der Mitte Marktstände hinstellen, also hier auf der Stelle. Dann können wir hier noch ein bisschen irgendwelche verarbeitende Industrie haben. Irgendwelche, ja. Aber ich denke mal sowas hier oder sowas hier. Also ich weiß nicht, ob die jetzt noch produzieren oder nicht, das weiß ich nicht. Genau der Moment, den ich jetzt nicht überblicke. Bei Cloves sehe ich jetzt schon lange nicht mehr am Markt, ne? Also deswegen will ich auch wieder Hanf machen. Und die sind im April noch am Säen. Ah, das wächst schon, okay. Also das letzte Feld, wo gesät wird. Und ich glaube, Ende April ist auch Ende der Säesaison. Also das ist wirklich so ein bisschen so das Maximale an Feldern, was man, glaube ich, bedienen kann. Und naja, gut, wir können natürlich die Leute noch frei machen. Okay, wir werden auf jeden Fall erstmal so bauen, dass wir hier noch zwei Häuser erstmal. Das kann man sich ja. Den Spaß kann man sich ja durchaus machen. Weil mein Ziel ist ja immer noch die 100 Einwohner. So. So. Ups. So. Ich ihn zurückdrehen? Nee, zurückdrehen? Nee. So. Ja, so. Naja, ganz gerade muss es ja nicht. So. Dann stehen hier schon mal wieder zwei weitere Häuser noch. Wegen den Fischern hier, dann, ne, das sind dann drei weitere Jobs und vier weitere Häuser. Finanziell laufen wir jetzt in die Richtung, dass es schon wieder weniger wird. Das könnte daran liegen, dass wir mehr Geld ausgeben für meine Arbeiter. Jetzt so, das Beef ist hier wahrscheinlich auch schon wieder raus. Ne? Das hat sich nämlich hier schon durch den Markt einmal durchgearbeitet, würde ich behaupten. Ja, das hat sich schon durch den Markt durchgearbeitet. Ob man das jetzt noch irgendwo wiederfindet, hier in irgendeinem Sunflower-Öl. Ach, schön. Sehr schön. Wenig Firewood. Wie sieht es hier überhaupt aus? Oh, da arbeiten zwei drin. Wie sollten das hinkriegen? Ist auch nur sowas, ne? Ab wann ist denn das mit dem Firewood denn nachher? Wird das interessant? Sunflower Oil? Aber das Beef, das ist schon durch, ne? Das haben sie schon einmal weggegessen. Ich hätte gesagt, okay, dem Schlachter steht als erstes du. Da ist Beef. 0,09 Beef ist hier noch. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. Das ist auch noch ein bisschen Beef. Also der Beef, das Beef kommt sogar hier hinten an. Der Beef. So, da haben wir schon wieder 20 mal Heu im Lager. Jetzt müssten die Dinger hier nur noch voll stehen. Dann haben wir dann auch wieder, dann machen wir noch ein Heulager. Komm, sicher ist sicher. Was man hat, das hat man. Ja? Und ich sag mal so, Heu wird ja jetzt auf Anhieb nicht schlecht. So, machen wir den. Könnte ich da direkt mit auf den Weg stellen, das würde ich ja nicht wollen. Geht dann zwar ziemlich dicht mit dran, aber das macht erstmal nicht. Dann können wir 30 mal Heu einlagern, das ist schon mal ganz gut. So, hier wird gebaut, die Fischer, das ist mir noch was, wo ich dann sage, okay, dann nochmal drei Schiffe rein und dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Fische. Auch interessant, ne, das ist irgendwie ziemlich gespiegelt jetzt hier zu diesen beiden Häusern. Wenn man das so sieht, sind beide Richtungen etwa gleich lang. Naja, gut, das sollte jetzt nicht Kriterium sein für das Bauen unserer Siedlung, dass wir da irgendwie die Wege oder sowas gleich lang haben. Obwohl ich natürlich ein kleiner Symmetriefreak bin. Ich meine, also, das sollte schon irgendwie gleichmäßig aussehen alles und so. Wie sieht es denn überhaupt eigentlich aus? So eine Sunflower habt ihr hier. Ist das jetzt hier rausgeholt? Nee, da sind immer noch fünf drin. Okay, also ich weiß nicht, ob sie die da rausholen. Hier ist über eine Sunflower noch und hier ist nur noch Heu und Wasser. Okay. So, hier ist jetzt natürlich dann erstmal die Wachstumsphase. Da haben die natürlich dann wenig zu tun. Na gut, nee, doch, da ein Feld mehr geht sich durchaus aus. So Sunflowers haben wir ja denn diesmal nicht, aber ich denke mal, ich hoffe mal einfach, dass sie hier die Blumen wieder rausnehmen oder so. Weiß ich noch nicht. So, finanziell, wie sieht's aus? Plus 11, also jedes Mal, wenn am Anfang des Monats ist, irgendwas scheint hier irgendwie mit dem Monat immer noch zu passieren mit dem Geld. Ob dann die Mieten kommen oder irgendwas ist da, aber jedenfalls hilft das ungemein. So, was ist hier los? Warum baut da keiner mehr? Looking for Träger. Achso, okay. Keine Leute, die mehr mitarbeiten können. Aber macht ja nichts. So, dann haben wir nämlich den zweiten Fischer noch. Zack, das hier, das reicht auch aus. Wenn wir die beiden Häuser haben, kriegen wir auf jeden Fall mindestens 6 weitere Einwohner. Dann sind wir kurz vor 80. So. Kommen wir der Sache schon näher. Also die 100 werde ich in dieser Session wahrscheinlich doch nicht erreichen. Also ich mache, glaube ich, bis wann produziere ich vor? Wahrscheinlich bis Dienstag. Müssen wir mal gucken. Ah ja, guck mal hier, dann nehmen sie jetzt hier schon die Bäume raus. Dann haben sie auch nicht mehr so einen weiten Weg. Dann können wir hier den Protection mal aus ein paar Bäumen noch rausnehmen. Könnte ein bisschen langweilig werden, aber
So kann man da quasi dieses nicht nachwachsende Holz, was ja momentan noch der. Oh, guck, der ist auch protected. Auch noch. Ein bisschen. Nehmen. Guck mal, jetzt sehen sie ja fleißig. Also die einzelnen Häuser machen natürlich auch schon Geräusche, wenn man drin bleibt, ne? Dann kriegt man das auch mit. Wäre natürlich schön, wenn eine Firewood oder sowas auch über den Marktstand dann noch verhandeln müsstest. Das wäre, also sag mal, als zusätzliche Einnahme, jetzt denkst du quasi der Ökonom ein bisschen mit, als zusätzliche Einnahme hierfür, aber wir laufen echt ins Positive. Ich bin begeistert. Ich hab's echt nicht erwartet. Also ich habe echt gedacht, das wird jetzt ein richtig harter Kampf und wir müssen mal gucken, wie wir das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre hinbekommen. Dass das wirklich dann so läuft. Wie viel haben wir denn jetzt wieder? Immer noch 5, ne? Aber ich denke mal, 2 Bullen, 3 Kühe, das ist eigentlich zum Weiterentwickeln gar nicht mehr schlecht. Ich weiß gar nicht, wie alt werden denn die Viecher? Kriegen die eigentlich selber zum Schlachter, wenn die zu alt sind? Track and Drop, böse Abak, Kaushi to relocate. Achso, das kann ich dann einfach, wenn ich einen zweiten habe, dann darüber ziehen. Ah, hab ich schon. Das ist immer so, wenn er jetzt 3 Jahre alt ist, ich weiß auch nicht, sterben mir die Bullen hier weg, wenn die zu alt wären, am Flug? Oder bleiben die Ochsen jetzt zur Ewigkeit? Das kann ja auch sein, dass hier dann sagen, oh Gott, die Ochsen, die sind jetzt 5 Jahre alt. Oder 20, ich weiß nicht, wie alt so eine Kuh wird. Ich glaube, die älteste Kuh, die weltweit älteste Kuh, in Indien natürlich, ne, da sind die Tiere ja heilig, ist, glaube ich, 48 Jahre alt geworden. Ist schon beachtliches Alter, ne? Das muss man erstmal hinkriegen. So, wie sieht es hier aus? Ich finde es schon mal schön, dass hier wirklich der Weg komplett, so langsam komplett durchgelaufen ist. Also, dass das hier sich so richtig, ja, etabliert hat halt als Weg, ne? Als Straße schon richtig. Da bin ich natürlich auch gespannt, wenn man nachher selber Straßen verlegen kann, damit denn hier solche Konstrukte nicht passieren. Oder ob sich die Wege dann selber zu Straßen entwickeln. Also, dass man dann da sich da selber quasi wie Steine hinlegt. Das, wo war denn das? Das war bei Family's Out of Money. Oh. Ah. Oh. Das ist natürlich auch nicht gut. Okay. Jetzt nehme ich quasi meine Bevölkerung so weit aus, dass die keine Kohle mehr kriegen, oder wie? Ja, die haben noch was. Da steigt es auch. Habe ich jetzt zu wenig Jobs, oder? Aber Families Out of Money. Ach du Grüne! Das heißt, also ich balanciere mich jetzt hier ins Positive, aber die Familien laufen Out of Money. Boah, Jobs habe ich doch eigentlich genügend. Müssten doch eigentlich ganz gut verdienen. Ach du Schande! Ich meine, ich habe ja hier an dem Einnahmen habe ich ja nichts gedreht und gerade mal 5 Cent mehr bei den. Ja, was? Dann laufen die ja als nächstes Out of. Na gut, die müssen dann 3 Kinder, ne? Die müssen natürlich ordentlich was durchfüttern. Und wenn die Mutter ist arbeitslos, okay, er ist in der Hatchery angestellt. Dann hat eigentlich nichts zu tun, eigentlich müsste ich ihn auch rausnehmen. Das will ich jetzt erstmal nicht. Ah. Tante Sache. Was, die können irgendwann die Miete nicht mehr bezahlen, oder? Dann fliegen sie raus. Was hat das mit dem Wert zu tun? Ich habe mich immer gewundert, was hat das Wert zu tun, dass es nicht mit dem Häuserverkauf? Wäre das Workshop? Eben gute Jobs hier. Wie war das Workshop und Forestry? Oh. Auch eben noch wesentlich mehr Wert. Ah, ist 65 wert. Was hat er? Taylor's Workshop, Weaver's Shop. 17. 80 wert. Windmill and Granary. Granary. Das ist Lager. Das sind einen dabei, die richtig was wert haben, also die richtig Kohle haben und dann. Okay, also hier in dem Teil läuft er hier raus. Fishing Dock und Taylor's Workshop. Warum eigentlich? Die haben doch beide dann Einkünfte. Das muss doch gehen, aber die haben 3 Kinder, ne? Hier ist nur ein Kind. Gibt's hier irgendwo, kann man hier irgendwie dann, also muss ich ja, puh. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Also mit einem Kind machst du quasi plus. Läufst du ins Positive und hier sind 2 unemployed. Aber hast du mehr Kinder, dann wird's schwer. Die Frage ist, ab wann das Kind denn weg ist und dass das dann ins Positive wieder läuft oder so, ne? Okay, neue Erkenntnis,
Das Spiel hat Tiefe. Und es macht mir gerade Angst. Es macht mir wirklich Angst. Also wir lassen uns jetzt mal ein bisschen schneller laufen hier wieder. Es macht mir gerade wirklich Angst, dass wenn ich nicht genügend... Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich baue jetzt noch 2 Häuser. Ja gut, das regelt sich dann. Ne? Irgendwann laufen die Leute halt, wenn es nicht geht, geht's nicht. Sind sie halt weg, ne? Family is out of money. Ja, ist wieder hier. Okay. Also entweder muss ich die Mieten wirklich noch wieder runtersetzen. Also ich meine, momentan würde ich sagen, kann ich mir das sogar erlauben. Ich weiß ja nicht, wenn du pro Person das bezahlen musst, dann kann ich mir diesen massiven Anstieg... Oh, so massiv ist der Anstieg gar nicht, ne? Wir haben jetzt den 6. Monat, haben 33 Einnahmen vom Housing Rent und 60 wären es insgesamt. Hier haben wir ordentlich zugelegt. Also, beziehungsweise eigentlich nicht. Also die Ausgaben werden sich nicht unbedingt vergrößern im Vergleich zum Vorjahr. Also ich kann jetzt wirklich nur, ich kann ja mal die Häusermiete wieder noch ein bisschen runternehmen und hoffen, dass sie dann da, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht, ob die das pro Nase bezahlen müssen, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also momentan habe ich ja von der Produktionskapazität, kann ich da ja durchaus... Oh, ist das Sunflower Oil für die Familie zu teuer? Noch eine? Nee, ist immer noch die hier, ne? Also die Miete muss ich dann wirklich... Guck mal, sobald beide arbeiten, klettert das hier richtig an, ne? Und dann kaufen sie hier sich wieder, naja, müssen natürlich wieder was kaufen, klar, logisch. Also den Fall müssen wir mal beobachten, wie das sich entwickelt hier, wie das sich weiterentwickelt. Die Familie war ja noch relativ arm, ja, die läuft auch out of money hier gerade. Okay, also das müssen wir mal dann im Hinterkopf haben, da könnten Dinge geschehen, die nicht gut sind. Und die müssen wir irgendwie versuchen zu verhindern, dass das wieder besser wird. Also okay, wieder was Neues gelernt. Die Tiefe dieses Spiels überrascht mich immer wieder und ich muss jedes Mal wieder sagen, also der Entwickler, der macht das richtig gut und ja. Ich bin begeistert. Das war eine Folge Ostre 4 aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, mal schauen, wie das weiterläuft hier und ob unsere Familien dann aus Geldsorgen uns verlassen müssen oder sich uns nicht mehr leisten können oder wir die Löhne anheben müssen und dann vielleicht doch wieder handeln. Fragen über Fragen, das werden wir alles in der nächsten Folge klären oder in den nächsten Folgen. Auf Wiedersehen.